Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch bei Life is Strange. Und ja, es gibt sie auf der Playstation 3. Life is Strange, brauche ich nicht mehr viel schreiben, ist ja schon bereits erschienen auf Steam. Ist ja schon seit Wochen auch erhältlich. Aber, was jetzt Neues, auf der Playstation Store gibt es auch. Ja. Life is Strange, Playstation. Auf der Playstation 3 ist dieses Spiel auch zu erwerben. Möge man sagen, ja super. Leider aber auch auf Englisch. Es gibt ja auf Steam eine Möglichkeit, dass man den deutschen Dialekt einfügen kann. Gibt es ja auf Steam. Wie gesagt, Life is Strange. Nur eine neue Ankündigung von mir. Spielemäßig gibt es bereits auf Playstation Store zu kaufen. Es gibt die Demo-Version, es ist im Prinzip das gleiche Spiel, das gleiche Spielchen, es hat sich nicht viel geändert. Was sollte sich auch ändern bei Life is Strange? Wow, that was so surreal. Famously called film, little pieces of time. Achso, ja, ich hab da schon ein bisschen vorgespielt, das heißt, wir müssen da ein neues Spiel spielen. Das heißt, dort ist, ich habe da schon angefangen. Es ist dasselbe Spiel, Blättery, ja. Es ist nicht kein anderes Spiel, es ist dasselbe Spiel, ja. Ja, also. Fangt exakt genauso gleich an wie auf der Steam-Version, eben jetzt auf der PlayStation 3-Version. Auf der PlayStation 3-Version, also wir sind im Wald, genauso vom Leuchtturm, wie man hier sieht. Gewitter, genauso wie auf der Steam-Version. Und der Joystick vibriert wie ein Wahnsinniger. Also es beginnt genauso. Ja. Und nicht anders. Wie gesagt, auf der PlayStation Store um 20 Euro runterzuladen. I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? There's the lighthouse. 20 Euro kann man das runterladen bei der PlayStation. Also ich will da jetzt nicht weiter weitgehend gehen, weil wir wissen ja im Prinzip alle, um was bei dem Spiel geht. Der Kronk und der Sarasa und alle diversen YouTuber haben dieses Spiel ja eh schon gespielt und auch ein paar haben es auch schon auf Deutsch gespielt. Also diejenigen, die was mit Steam nicht zufrieden waren, von der Qualität her oder was weiß auch immer. Auf der PlayStation Store hat man die Möglichkeit, eben dieses Spiel genauso zu erwerben mit den Episoden und so weiter und so fort. Um 20 Euro kann man, wie gesagt, dieses Spiel erwerben, falls nicht Sony Entertainment in der Zwischenzeit teurer geworden ist. Der Stand ist von heute und heute ist der 15. April, also falls nicht die Sony PlayStation mittlerweile die letzten 24 Stunden teurer ist, kann man es dort runterladen. Life is Strange also auf PlayStation Store für die PlayStation 3 und 4, glaube ich. Okay, gut, das ist nur noch einmal ein kleines Informationsvideo. Ciao!